Das Steiermark 1 Magazin widmet Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. In jeder Beziehung zählen die Menschen. Mit E-Mobility ans Ziel. Graz Go Smart. Unter dem Titel Modellregion Großraum Graz, Elektromobilität in allen Facetten festigen und mit anderen Regionen verbinden, lud man zu einem Pressegespräch bei den Grazlinien. Dabei ging es darum, die Ergebnisse der Ausschreibung des Klima- und Energiefonds 2012 zu präsentieren. Wir haben 6 Projekte eingereicht, 5 positiv zugeschlagen bekommen. Und diese Projekte richten sich auf unterschiedliche Zielgruppen aus, die in Zukunft umweltbewusster und vor allem nachhaltiger leben könnten als heute. Naja, Graz ist ja schon seit langer Zeit ein Partner des Klima- und Energiefonds. Graz ist seit 2011 eine Modellregion und schafft es hier durch innovative Partner diese Projekte so weiterzuentwickeln, dass tatsächlich für uns strategisch ganz wichtige Ansätze ausprobiert werden. Und um das geht es uns insgesamt mit unseren 8 Modellregionen, Elektromobilität auszutesten, dass sie dann in Zukunft in den Markt erfolgreich eingeführt werden kann. Die E-Mobility Graz kann also auf sich stolz sein. Das Unternehmen bekommt rund die Hälfte des österreichischen Fördervolumens zugesprochen. Natürlich ist es immer wichtig, bei neuen Technologien, bei neuen Überlegungen, die alle viel Geld kosten, auch Zuschüsse zu bekommen. Das ist auch das erklärte Ziel des Bundes. Deswegen gibt es diesen Klimafonds. Es ist schön, dass von den Geldern, die jetzt wieder ausgeschrieben wurden, mehr als 50%, die es für Österreich gibt, nach Graz fließen werden. Neben der E-Mobility Graz sind die Zuschläge vor allem für die Zukunft des öffentlichen Verkehrs entscheidend. In der Modellregion Graz, die sich ja auf viele Gemeinden mittlerweile auch außerhalb von Graz erstreckt, spielt die Holding Graz eine sehr wesentliche Rolle, weil die Holding Graz der größte Mobilitätsanbieter im Süden Österreichs ist und es ihre Aufgabe ist, auf diese modernen Formen der Mobilität wie eben der Elektromobilität zu reagieren und sich anzupassen, indem sie eben neue Produkte wie zum Beispiel ein Jobticket, wo auch herkömmliche ÖV-Mobilität mit Elektromobilität kombiniert werden kann, zu kreieren. Teure Anschaffungskosten sorgen jedoch für Startschwierigkeiten und Zweifel bei den Steirerinnen und Steirern. Es ist wie bei einem Marathonlauf. Der Marathon wird nicht auf den ersten Metern gewonnen, sondern erst im Ziel. Und Elektromobilität verhält sich ähnlich. Wir brauchen einen langen Atem und gute Kondition, damit wir letztlich das Ziel 2020, wo wir alle hinkommen wollen, auch erreichen. Wie sich die Projekte auf die Stadt Graz und ihre Einwohner auswirken werden, wird sich zeigen. Eines ist jedoch jetzt schon sicher: Graz ist auf dem richtigen Weg. In der bezauberndsten Ballnacht des Jahres wird so manches Märchen wieder zum Leben erweckt. Der Grazer Kongress ist ein einziges Märchenschloss, das Platz schafft für jede Menge Fantasie. Und ob Märchen auch tatsächlich in Erfüllung gehen können, wir werden sehen. Figur wählen könntet, welche wäre diese? Die Schneekönigin. Die Schneekönigin, sind wir das? Heute? Ist das eine Frage? Die Schneekönigin gefällt mir eh schon sehr gut. Warum? Ich habe mir das Kostüm auch gewünscht. Ja, passend zum Wetter, es ist herrschaftlich, die Farben sind sehr schön. Ja, Aladdin und die Wunderlampe, was wir präsentieren, wir möchten Wünsche erfüllen. Schneewittchen. Und warum? Das war einfach mein Lieblingsmärchen als Kind, weil ich habe auch so lange schwarze Haare gehabt und habe mich immer ein bisschen mit dem Schneewittchen identifiziert. Oh, ich will Rotkäppchen sein, habe ich so gerne. Rotkäppchen ist so unschuldig. Komm, ich bin auch unschuldig. Prinzessin auf der Erbse ist heute am Tulpenball als Froschkönigin, weil sie Prinzessin auf der Erbse sowieso 365 Tage im Jahr ist. Ich nehme an, die 7 Zwerge, 7 seid ihr nicht ganz? Leider sind wir nur 4. Ich bin die Herrscherin über alle Jungs der Welt. Auch wenn es nur 4 sind, jetzt. Was ist denn nicht das Faszinierende an Märchen?
als Kinder schon geliebt. Es ist Fantasy pur. Es bewegen sich Dinge, es ergeben sich Sachen, die im Rationaldenken nicht möglich sind, und das ist im Märchen nicht möglich. Und das macht die Schöne draus. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. Was ist denn euer wahr gewordenes Märchen in eurem Leben bisher? Das wahr gewordene Märchen, ja, unser Leben, unser gemeinsames Leben. Ein wahr gewordenes Märchen. Mein Märchen ist das, dass ich eigentlich jetzt auf dem Planeten leben darf. Das ist das Schönste. Und dass ich zwei Kinder habe. Mein Label. Ja, da steckt am meisten Leidenschaft drinnen von mir. Leistung und Leidenschaft und Liebe. Und ja, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Dass ich heute das bin, was ich einfach bin, das habe ich mir schwer erarbeitet. Und dass ich auf dieser wunderschönen Veranstaltung sein kann, das ist für mich wirklich ein Märchen. Meine Hilfe. Ich muss auch sagen, meine Frau. Seit und über 30 Jahren. Ist wirklich zauberhaft. Ach, irgendwie ist doch jedes Leben ein Märchen, wenn man es genießt. Märchenprinz eigentlich schon gefunden? Ich bin noch auf der Suche. Märchenprinz oder Märchenprinzessin, was wird gesucht? Prinzessin. Nein, den suche ich noch. Also bitte melden, wenn er da irgendwo draußen ist. Küss mich und ich werde einen Prinz. Ist das dein Prinz? Nein, mein Ex-Prinz. Ex-Prinz? Das ist mein Prinz. Das ist der Prinz. Auch als Zombie hat man ja doch den Wunsch nach dem Märchenprinzen, oder? Natürlich, aber irgendwie finde ich halt keinen. Oh, wir brauchen keinen Prinzen, nein. Aber in uns. Ja, wir sind Eis verwandelt und verzaubert und in meine Eishöhle geschleppt. Und seit damals ist sie glücklich. Mit heißem Herzen, heiße Liebe. Und der Ex hat kein Problem damit? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es sind ganz, ganz liebe Frosch und Glitzerdin. Nein, die sind ganz, ganz süß. Ich habe überhaupt kein Problem. Märchenprinz schon gefunden? Nein, immer noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Froschkönig hätte ich da, bitte küssen. Also das muss ich nicht mehr, aber da werden heute sicher alle Singles gute Gelegenheiten haben. Ich hätte Angst, dass ihr da die ganze Nacht durch nur geküsst werdet? Leider nicht. Na, was noch ist, was nicht ist, kann noch werden. Ich habe 5 Frösche dabei, ich kann immer küssen. Küsst den Frosch und vielleicht wird's der Prinz. Vielleicht wird's der Prinz. Wieder eine Kaulpappe. Glaubst du schon? Ja, probier! Ah, nein, lauf nicht! Im Märchen heißt es ja eigentlich, dass die Prinzessin dann den Frosch an die Wand wirft, ja? Aber diese brutale Variante wollen wir hier nicht nachstellen, ja? Und dann an die Wand werfen? Nein! Besser! Ob Lasagne oder andere Fertigprodukte, Pferdefleisch ist wieder in aller Munde und hat bereits in den vergangenen Tagen für eine Menge Aufregung gesorgt, auch in Österreich. Wissen wir heutzutage noch, ob auch wirklich das drinsteckt, was draufsteht? Wir machen den Einkaufscheck.
Wie viel Pferdefleisch ist denn jetzt so in Ihrem Einkaufswagerl drin? Kein einziges. Getränke, Donuts, ja. Kein Fleisch? Nein. Ah, extra Wurst? Was glauben Sie, wie viel Decker Pferdefleisch ist denn da drin? Nichts Deutsch. Bitte, der Koko, mogla bit konskog mesa, tu. Ne znam. Weiß ja nicht. 50%. Schweinefleisch, Rindfleisch, Speck. Ja, ich weiß nicht, wie es beim Hundefutter ist, aber sonst habe ich nichts. Ich sehe da Schweinslungenbraten, Brokkoli, Tomaten, Salat. Ah, da sehe ich was anderes. Was ist das? Könnten Sie mal das rausnehmen? Leichter Genuss, Schinkenmilch, geräuchert. Solange nicht zum Wiehern anfängt, der Hund, dann bin ich zufrieden. Es ist reines Schweinefleisch mit Wild, Hirsch, Gams, Reh oder Wildschwein, aber es ist nirgends ein Stück vom Pferd drinnen. Ich habe Lasagne heute gekauft. Eine Lasagne? Du weißt aber schon um den Pferdefleischskandal Bescheid, oder? Weiß ja, aber ich hoffe trotzdem, dass in der Lasagne nicht kein Pferdefleisch drinnen ist. Aber generell, Pferdefleisch gilt ja eigentlich auch als Delikatesse. Nee, ich habe es noch nie gegessen. Ich brauche es nicht. Es wäre so gut, das Pferdefleisch. Ich den Leberkäse gern. Der Leberkäse ist gut und der Gulasch ist gut. Das ist scheiße, wirklich. Ja. So was kann man nicht machen. Es gibt andere Länder, in Asien zum Beispiel, die essen andere Sachen, überleben es auch. Ne? Ich finde es nicht in Ordnung, dass sie es einfach so in die Lasagne reintun und oft verkaufen am Markt. Nachdem ich kein Fleisch esse, ist mir das reichlich egal. Die Familie muss es essen. Sie will es essen. Meine Meinung ist, ein Pferd ist hier zum Reiten. Also ich persönlich bevorzuge das Reiten wie das Pferd zum Essen. Ich würde es auch nicht essen. Nein, sicher nicht. Nein. Wir sehen das nicht so tragisch, weil wir im normalen Handel an sich fast kein Fleisch kaufen, sondern nur vom Bauernhof. Und da gibt es keine Pferde. Also ich esse jetzt mal sicher lang keine Lasagnen. Das Steiermark 1 Magazin widmete Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Ihr regionaler Finanzpartner 150 Mal in der Steiermark.